Wunderbar, dann können wir mal Pushback requesten. Wir fliegen heute mal komplett ohne ATC. Prepare for Pushback and Departure. Wir wollen die Nase nach rechts bitte und das Tail nach links und kein Engine Start vom Pushback. So, da kommt der Pushback-Truck angefahren. Hier beim Flugzeug sitzt man ja schon relativ niedrig. Ich glaube, noch niedriger als auch bei der Boeing. Bei der Boeing sitzt man ja zum Beispiel auch noch 737. Sitzt man ja auch niedriger als beim Airbus. Der 20er. Aber, ich glaube, hier beim CJ sitzt man nochmal niedriger als bei der Boeing 737. Aber wir sind halt schon echt verdammt nah am Boden sozusagen. Das Cockpit ist auch schon, ja, recht klein. Also, wenn man hier guckt, hier ist direkt die Tür. Da ist da echt nicht viel Platz. Ich habe schon mal von einem gesprochen, der hier mal auf dem Jumpseat mitgeflogen ist, auf dem CRJ. Und da ist es hier dann halt schon echt verdammt eng, wenn man dann hier auf dem Jumpseat sitzt, also irgendwie hier so sitzt. Und dann ist ja hier echt nicht mehr viel Platz. Ich bin ja schon mal im 320er mitgeflogen. Und da ist es eigentlich recht entspannt, wenn man auf dem Jumpseat mitfliegt. Da passen sogar zwei Leute. Da gibt es eigentlich sogar zwei Jumpseats. Das ist ja bei der Boeing 737 auch schon recht eng. So im Cockpit bin ich noch nie mitgeflogen, aber nur weil ich halt damals so gesehen habe, als ich am Flughafen gearbeitet habe. Als mal jemand auf dem Jumpseat drin saß. Das ist schon ganz schön eng. So, wir können die Parkbremse lösen und es geht los. Also ja, das hier ist das für die Parkbremse. Ich war jetzt hier nicht rüber gesetzt, weil die Wheelchocks gesetzt sind. Für die hier. Genau, die habe ich jetzt gar nicht hier so gesetzt gehabt. Jetzt ist sie da gesetzt. Machen wir erstmal die Wheelchocks weg. Ja, 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 ist gut. So, Wheelchocks sind weg. Und dann können wir jetzt auch die Parkbremse lösen. So, und dann machen wir jetzt mal den Triebwerksstart. Der läuft folgendermaßen. Ihr habt hier Left Engine, Right Engine. Darüber starten die Triebwerke hier über diese oberen Schalter. Wir starten jetzt Triebwerk Nummer 2, also Engine auf der rechten Seite. Dazu drücken wir hier einmal auf den Button drauf. Da steht Start. Dann müsst ihr hier das monitoren. Könnt ihr hier drauf gucken. Ich mache es mal ein bisschen größer, dann seht ihr es besser. Können wir ganz schön so einfach größer machen. So, dann seht ihr hier den N2-Wert. Und da könnt ihr ungefähr, wenn es bei 20-25% ist, könnt ihr Fuel dazugeben. Dazu müsst ihr hier beim Triebwerk, hier bei dem Triebwerk auf diesen roten Dings halt klicken. Das geht dann hoch und dann den Schubhebel einfach nach oben in die Idle Position nehmen und dann fährt es vollständig hoch. So, wir werden noch eingetreten, wunderbar. Und genau, seht ihr hier von Shut Off, wo es davor steht, geht es auf Idle. So, seht ihr, fährt hier wunderbar hoch, N1, Engine Stabilized sieht gut aus und dann können wir gleich mit der nächsten Engine weitermachen. Dazu hier jetzt auf Left Engine, Start. Wir gehen wieder hier runter in Richtung Pedestal. Gucken wir. Und hier wieder Linksklick drauf, weil ich schon auf N2 geschaut. Muss kurz warten. Wenn es nicht gleich dann irgendwie nach kurzer Zeit nach vorne bewegt, geht es automatisch wieder weg. So, also wieder zurück und dann nimmt den Schubhebel jetzt auch nach vorne auf Idle. Und das Triebwerk kriegt auch Schub, nicht Schub, sondern Fuel und fährt wunderbar hoch. So, ja, da verlassen wir die Parkposition hier am schönen Flughafen in Billund. Finde ich jetzt auf jeden Fall echt ein richtig gutes, gelungenes Add-on. Sieht mega gut aus. Von den Texturen und so weiter. Und ja, ist richtig cool, dass wir jetzt hier halt auf diesem Flug fliegen können, weil es auch, der Flug ist dann echt genauso von Lufthansa Regional mit dem CRJ 900 geflogen wird. Ja. Und da werden wir in Zukunft auf jeden Fall, denke ich mal, einige richtig coole Flüge mit dem Flugzeug fliegen können. Weil viele Airlines innerhalb von Europa ja unter anderem, also in anderen Ländern natürlich auch, aber halt in Europa auch, haben ja viele Airlines wie Adria, Nordica, Scandinavian und so weiter, haben ja den CRJ auch viel im Einsatz. Und da gibt es dann noch bestimmt einige coole Flugstrecken, die wir da in Zukunft mit dem Flieger fliegen können. Freue ich mich schon sehr drauf. Also ich habe mich sehr darüber gefreut, als dann endlich hier der CRJ draußen war. Weil es ja wirklich ein Add-on ist, was lange in Entwicklung war, viele Jahre, ich glaube 7 Jahre oder so. Und bis jetzt endlich fertig war. Und jetzt ist er endlich da und können wir fliegen. Das ist mega geil. Also freut mich riesig. Mal wieder ein richtig cooles neues Flugzeug hier von FX. So, genau, und dann kommt hoffentlich irgendwann dann auch der A330 von Airbus auf draus, freue mich auch schon sehr drauf. So, ihr seht, wir haben Two Good Start, wenn aber unseres Laufes nach rechts so gut sein soll. Hier, genau, gucken wir mal am After Start. Generator sind ja auf Auto, deswegen wird jetzt auch automatisch darüber halt der Strom genommen, nicht mehr über die ECU. Und dementsprechend können wir auch gleich die ECU aufmachen, dann machen wir gleich die andere Strategie, die wir brauchen. So, machen wir die Packs mal hier auf On. Dann Anti-Ice. Ich überlege gerade, ich weiß nicht, wie wir das machen. Wir könnten halt schon mal hier das machen, aber gut. Thank you, bye bye, bis zum nächsten Mal. Wobei, lassen wir Anti-Ice einfach mal auf. Ist auch nicht schlimm, wenn man es jetzt nicht benutzt. So, Probes.
Copied geht auf On. Dann Electric sind check. Rudder ist check. North Wheel Steering geht jetzt wieder auf Armed, weil jetzt müssen wir ja selber navigieren und so weiter. Und der Form muss halt auf Off sein, damit mit dem Pushback halt das, der Pushback-Truck uns halt drehen kann. So, wir machen die APU off. Einfach hier einen Linkstick drauf, geht auf Off, fährt runter, hört wie sie auch runterfährt. Und wie leise im Vergleich zur APU die Triebwerke einfach mal sind. Wie man vielleicht jetzt die APU rausgehört hat, dass sie runtergefahren ist. Ich hoffe einfach mal, dass vom Sound her auch alles passt. Weil es vorhin hat sich jetzt bei mir schon echt laut alles angehört. Kann auch sein, dass ich einfach nur die Lautstärke laut hatte. Aber ja, ich hoffe einfach mal, dass es passt, dass ihr mich gut verstanden habt. Und ja, wir legen los. Wir machen es auf den Weg zur Bahn. Ich glaube, wir fliegen sogar recht zu der Zeit, wo auch ein echter Flug stattfindet. Wir haben jetzt genau 17.38 Uhr, ich glaube 17.30 Uhr oder so, ist Off-Block-Zeit in echt bei dem Flug. Also 17.30 UTC und dann 19.30 Uhr Ortszeit, meine ich, aber ich weiß auch nicht genau. So, machen wir Taxi-Check. Machen wir erstmal die Flaps, fahren wir aus. Dazu habt ihr den Flap-Selector, habt ihr hier, da seht ihr die ganzen Stufen mal. Wir haben 1, 8, 2, 20, 30 und 45, 45. Und hier in dem Bildschirm, ich weiß nicht die offizielle Bezeichnung davor, vielleicht MFD oder so, Multifunctional Display, seht ihr hier Sled Flaps, seht ihr, da ist jetzt auf Stufe 8 ausgefahren. Können wir mal kurz einfahren, ihr seht da, der zählt wirklich so genau die Gradzahl runter, wie sie dann gerade in Stellung sind. Aber es gibt ja nur diese verschiedenen Schritte, also 1, 8, 20, 30, 45. Starten tun wir mit Flaps 8 immer. So, Flight Controls checken wir mal. Das haben wir alles nicht da. Jetzt muss ich selber mal gucken, das weiß ich gerade gar nicht, ob ich das hier hab. Wir sind checken von dem. Da ist FCTL. So. Da haben wir das. Wir müssen aber erstmal hier aufs Taxiing achten. Dass wir schön zur Bahn kommen. Aber jetzt geht es erstmal ein Stück geradeaus bis zur 27. Erstmal hier parallel. Hier entlang den Taxiway. So. Ja, seht ihr hier auch die Flaps und Slats ausgefahren. 20 Grad und hier 8. So. Also das Letzte fahren halt automatisch dann diese Stellung mit. Seht ihr ja hier vorne, wie sie da ausgefahren sind. So, den sieht halt auch mega geil aus umgesetzt, halt der CAJ halt von der Texturqualität und so, auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand. So, machen wir mal den Flight Control Check. Machen wir mal Full Left, Full Right, Neutral, Full Up, Full Down, Neutral, seht ihr beim Elevators hier. Und Rudder mal Full Left, Full Right, Neutral. Das Problem ist halt, dass hier Rudder und Nose Wheel Steering gekoppelt sind beim FSX, deswegen hat sich jetzt so gedreht. Genau. Trims sind green and 5.2. Wir schalten trotzdem wieder auf den Status Display zurück. Die Thrust Reversers, also den Umkehrschub, den müsst ihr hier extra aktivieren, also jetzt hier Arm, weil also das wir jetzt für den Fall von einem Startabbruch, dass wir halt den Umkehrschub dann hätten. So, vielleicht müssen wir set. Nav Source ist set. Wir haben hier FMS 1 als Nav Source. Falls es bei euch nicht set ist, könnt ihr das hier rüber. Da über Nav Source könnt ihr das hier auswählen. Zum Beispiel könnt ihr dann halt da verschiedene Nav Source auswählen. Jetzt hier FMS 1 seht ihr auch da richtig gesetzt. Das wird auch. Die Brake Temperature ist checked. Hier überall 0 Grad. Also 0, keine Ahnung, was ist jetzt genau. Also ich denke mal 0 Grad wird es jetzt nicht sein. Die Bremsen werden schon irgendwie Umgebungstemperatur haben, aber es ist auch nicht irgendwie so heiß. Sonst würde hier alles passend. Da steht hier nur Right, Left, Reverse is Armed. TO Config ist okay. Takeoff Config, APU Ding ist noch open. Sie hielten wahrscheinlich einfach, weil die APU noch abkühlen muss oder so, dass sie einfach noch Luft kriegt. Denke ich mal, nur Smoking und Seatbelt Signs on. So passt das alles. Da sind keine irgendwelche Meldungen, die jetzt nicht so da sein sollten. Hier seht ihr auch, alle roten und gelben Warnmeldungen sind weg. Genau, wenn man alles richtig hier macht, dann kommen die auch dann weg, wenn alles läuft. So, ja, wir können eigentlich jetzt, machen wir ruhig schon mal hier doch mal das Licht an. Also hier die Hintergrundbeleuchtung von den Instrumenten sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus, finde ich. So, und wir wollen weiter über Taxiway Kilo. Nehmen aber nicht Intersection Mike, sondern wir nehmen schon den vollen Takeoff Run, weil ich kann euch am besten genau jetzt gerade derzeit noch ein bisschen was erzählen. Das werden wir gleich an der Bahn, wie der Takeoff abläuft. Ist eigentlich recht simpel, wir erhöhen Flug bis ungefähr 60% N1. Gucken, dass die Engine stabilized sind. Und dann tun wir hier den Schubhebel auf da, Max Power, maximalen Thrust. Und dann geht's ab, wir brettern die Bahn entlang zu den V-Speeds, dann geht's ab in die Luft. Wir rotieren und dann kurz Zeit, nachdem wir halt dann in der Luft sind, drücken wir hier auf Speed, dass er die aktuelle Geschwindigkeit anhält. Mal gucken, was wir da haben. Vielleicht so 200 Knoten ist wahrscheinlich das mal das ganz Passendes gewesen, war bei meinen letzten Flügen immer so. Dann drücken wir Nav für LNav, damit er der Flugstrecke nachfliegt und
APENG für Autopilot Engage, dass wir den Autopiloten aktivieren. Das Flugzeug hat hier jetzt nicht sowas wie VNAV, was ihr zum Beispiel also aus der Boeing kennt für den Steig- und Sinkflug. Das Flugzeug ist mehr so wie die Dash zum Beispiel, weil das Flugzeug hier, die CRJ, hat leider auch keinen Autothrust. Also müssen den kompletten Flug immer selber regeln, um die Geschwindigkeit zu halten. Wie das genau aussieht mit den verschiedenen Schubsachen und so weiter, erkläre ich euch dann genauer. Jetzt dann gleich im Steigflug, Reiseflug und Sinkflug, wie ihr das macht. Muss ich mich auch erst ein bisschen dran gewöhnen. Beim letzten Flug habe ich es dann das erste Mal richtig gut hinbekommen, dass ich da zufrieden war, wie das alles gelaufen ist. Und habe mir dann gedacht, jetzt kann ich auch mal hier ein Video mit dem Flugzeug fliegen, weil genau, ich wollte auch erstmal selber hier ganz gut mit dem Flugzeug umgehen können, bevor wir jetzt hier unterwegs sind, genau. Dass ich euch das auch irgendwie gescheit zeigen kann. So, jetzt mal kurz die Parkbremse. Wir sind jetzt hier am Holding Point der 27. Machen die Before Takeoff Checklist. So, Lights. Wir machen die Landing Lights alle an. Und die Strobe Light geht an. Text Light hätten wir auch mal anmachen können, egal. So, machen wir es jetzt an. Seht ihr mal die Lichter alle? Hier blinkt das Strobe. Nav Lights sind an. Da sind die Landing Lights, Taxi Light und so weiter an. Wunderbar. Ja, Fuel, X-Flow und so weiter, das passt alles. Dann Ignition, Anti-Ice, also ihr könnt jetzt hier zum Beispiel, wir machen es einfach mal an, könnt ihr jetzt zum Beispiel Continuous Ignition machen, wenn ihr halt durch Wolken irgendwie fliegt und die Gefahr von Eis oder sowas bestehen würde, oder dass das Triebwerk halt dadurch ausgehen würde, könnt ihr Continuous Ignition anmachen, dass es die ganze Zeit wieder so starten würde. Die ganze Zeit, Ignition ist ja, also halt, vielleicht kann ich nicht richtig genau übersetzen, aber ich glaube, Ignition ist halt so, dass sie starten und so. Dass halt die ganze Zeit wieder so ein Zündfunken da sind. Das halt nicht ausgeht. So, Flight Attendant sind advised ist eigentlich dasselbe, ein anderer Ausdruck dafür. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel Wing Anti-Ice oder so noch anmachen, aber lassen wir das einfach mal. Und hier gibt es auch extra so ein Ice Detected Warnbutton, aber ich glaube nicht, dass irgendwie sowas hier jetzt umgesetzt ist. So, dann können wir hier im Pedestal, können wir noch hier den Transponder mal anstellen. Seht ihr, hier ist jetzt grün geworden, weil das hier eigentlich so eine Nebensache ist. TCAS ist hier eingestellt, könnt ihr hier noch konfigurieren mit Auto Standby TA Only, ich lasse es auf Auto. Traffic könnt ihr an ausschalten, könnt ihr noch hier Above oder ja, Above und Below und was auch immer so einstellen, wie ihr es halt haben wollt. Wir nehmen jetzt Above und Below, dass also ruhig in einem größeren Bereich da das absucht und so weiter und so fort. Altitude gibt es hier, glaube ich, wahrscheinlich relativ absolut, weil ich das selber nicht genau weiß, was es ist. So, das ist ja auch nicht so schlimm. So, Radar Terrain Display haben wir gesetzt. Wir nehmen das Terrain. Wir können gleich wieder auch mal kurz das Wetterradar, könnte ich euch auch mal zeigen. Ich habe selber nicht richtig genutzt, aber das könnt ihr halt hier dann so da aktivieren und dann das irgendwie ein bisschen einstellen. Ich habe es selber aber nicht angeschaut. Mal gucken, vielleicht haben wir heute irgendwie Wetter, wo wir das mal nutzen können. Wobei in Frankfurt recht gutes Wetter ist. Gucken wir mal, wie es jetzt hier in Billund war. Da war eben noch vorm Abflug noch ein bisschen hier Gewitter, Regen ist mal über den Platz gezogen, aber jetzt ist eigentlich wieder ganz gut. Wir sind fertig damit, dann geht es los ab nach Frankfurt. So, es geht auf die Bahn, Leute. Unser Flug mit dem CRJ-900, der erste Flug hier davon. Im FSX beginnt, ich freue mich sehr drauf. Endlich sind wir auch mal mit diesem Flugzeug hier im FSX unterwegs. So, haben wir ordentlich Bahnlänge. Seht halt hier, ich glaube, das, was jetzt noch so dargestellt ist, ist halt noch so ein bisschen deutlich, dass die Bahn noch ein bisschen nass sein sollte, so, weil es davor geregnet hat. So, da rollen wir auf die 27. Wir können eigentlich direkt einen Rolling Takeoff machen, das heißt, wir höhen den Schub ungefähr auf 60%, gucken, dass die Triebwerke stabil laufen. Und dann, genau, geht's los nach Frankfurt. So, also gucken wir mal 60%. Ich habe jetzt leider hier keine genaue Anzeige, bis wohin ich jetzt gerade die Schubhebel vorgemacht habe. Bis zu welcher Einstellung, deswegen muss ich mich also ein bisschen rantasten. Deswegen, wenn es nicht genau 60% ist, so ein bisschen weniger mehr, macht ja auch nichts. So, sieht aber gut aus im Stabilized und let's go, Takeoff. So, einmal Max, wie ihr es jetzt hier seht, wir haben Takeoff, genau, wir beschleunigen, so, schön die Centerline natürlich halten, so, Takeoff Power ist jetzt set, 90, irgendwas ungefähr hat man da, und wir kommen dem V-Speed schon recht nah, wir haben schon VR, können schon rotieren, wunderbar, so, ziehen die Nase langsam Richtung Himmel, langsam nach oben. So, haben eine Positive Rate. Ihr seht im PFD ganz unten rechts den Vertical Speed Indicator. Vertical Speed Indicator heißt der, glaube ich, ne? Also den, genau, Vertical Speed Indicator, seht ihr Positive Rate, das heißt, wir fahren zwei weg ein. Ist der Hebel hier rechts in der Mitte oder G dafür, dann drücken wir hier Speed, Navigation und Autopilot Engage. So, damit hält er jetzt die Geschwindigkeit.
dieses, ja. Too low terrain. Diese too low terrain Meldung kommt irgendwie immer, habe ich auch bei anderen schon gehört, dass das da irgendwie kommt. Keine Ahnung, scheint nur ein Fehler irgendwie zu sein. Genau, ich mache das hier mal ein bisschen größer, dass ihr das hier mal kurz seht. Dass ihr das hier genauer seht. Dann können die Fenster hier auch schön bewegen und alles. So, so, wir müssen jetzt eigentlich mal Flaps auf jeden Fall schon mal auf 1 einfahren. Ihr seht es hier, ich habe jetzt Speed gedrückt, das heißt, er hält jetzt erstmal hier 217 Knoten. Wir können jetzt die Schubhebel hier mal von der Position Max Power auf Climb reduzieren. Dass hier eine Climb-Stellung sind. Genau, jetzt seht ihr auch CLB. Das ist hier zu lang. Ups, das geht nicht direkt, super. Aber es ist schon so schön groß, gut. Weil so seht ihr es, denke ich mal, am besten, wenn es so schön groß ist. Genau, also jetzt in der kleinen Performance-Stellung bleibt. Das, weil wir können mit dem Flugzeug auch nicht die ganze Zeit maximal Power fliegen. So, was ich ganz vergessen habe, vorhin noch zu machen, ist hier am Altitude Selector mal die Reiseflughöhe einzudrehen. Wir steigen auf 350. Wir machen jetzt auch direkt Continuous Climb, ohne irgendwelche Level-Offs oder so. So, 350. Schön hier eindrehen, seht ihr hier oben rechts auch in lila, in rosa, da stehen, was wir eingedreht haben. Oder halt hier am Altitude Selector da, durch dieses Fenster, was eingeblendet wird. So, jetzt blinkt hier das auf, weil wir jetzt Altimeter auf Standard einstellen müssen. Dazu müsst ihr hier links, halt jetzt echt gerade viel zu tun. Später, wenn ich halt bei nächsten Flügen, werde ich halt alles dann nicht mehr so erklären, deswegen noch einmal Linksklick machen, dann ist er auf Standard eingestellt. Genau, da kann ich dann wirklich genau die Checklist nacheinander, wie sie jetzt auch kommen wird, abarbeiten. So, wir sind auch schon bei den Wolken, wunderbar. Flaps machen wir auch schon mal auf 1. Ihr könnt ja eigentlich bei 144 auf 1 einfahren und bei 169 direkt Flaps 0. Und, genau, wir steigen jetzt hier ganz normal weiter. Das hier in, da ist der ganz normale Flight Director. Und jetzt können wir den, jetzt komme ich eigentlich mal dazu, euch zu erklären, wie das genau läuft mit diesem ganzen, mit der ganzen Speed-Sache. Also bis wir jetzt Flughöhe, bis wir Flight Level 100 erreicht haben, dürfen wir maximal 250 fliegen. Deswegen nehmen wir jetzt über den Speed Selector, Speed ist ja selected, drehen wir jetzt hier, der CLB, die Geschwindigkeit dahinter, 250 ein, dass er jetzt auf 250 beschleunigt. Das heißt, er nimmt einfach diese Schubeinstellung, die wir jetzt haben. Wir werden den ganzen Climb lang CLB Climb-Einstellung haben. Die ganze Zeit also denselben Schub haben, die 86.9. Den Schub hat er. Und dann nutzt er jetzt einfach die Nase, die Ausrichtung vom Flugzeug, also den Vertical Speed, um das Flugzeug zu beschleunigen. Das heißt, er nimmt den Vertical Speed jetzt ein bisschen raus, damit er einfach beschleunigen kann. Und wenn er die Höhe wieder hat, wenn er die Geschwindigkeit hat, die er haben will, jetzt die 250, dann passt er die Nase wieder so an, den Vertical Speed so an, dass er die Geschwindigkeit hält bei dieser Schubleistung. Und so geht es dann weiter, wenn wir jetzt die 10.000 überflogen haben, geben wir hier, drehen wir 290 als Schubeinstellung. Das heißt, er beschleunigt dahin. Bis zur Crossover Altitude. Das ist dann die Höhe, wo wir von Indicated Airspeed auf Mach Number umstellen. Das ist eigentlich doch noch so hell, da können wir eigentlich doch mal die Beleuchtung ausmachen, brauchen vielleicht später mal, aber ich habe es auf jeden Fall jetzt trotzdem schon mal gesehen. Wo wir auf Mach Number umstellen, werdet ihr auch später hier sehen, wenn wir eine gewisse Geschwindigkeit erreicht haben. Und zwar jetzt, gehen wir gerade mit Mach.45. Und wenn wir Mach.74 erreicht haben, wird er automatisch auf Mach umswitchen und dann mit Mach.74 weiterfliegen, was auch unsere Reisegeschwindigkeit ist. Wenn wir dann unsere Reiseflughöhe erreicht haben, müssen wir selber dann den Schubhebel so positionieren, wird ungefähr bei 80% N1 sein, dass wir mit Mach 7.4 den Reiseflug fortsetzen. Und das war für mich noch das Schwierigste hier bei dem Flugzeug, einfach erstmal zu verstehen, wie das funktioniert und dann auch das umsetzen zu können, einfach mit diesen Schubeinstellungen. So, wir haben jetzt 10.000 Fuß schon lange passiert, auch mal hier im Punkt Noselight die ganzen Lights anzupassen. Und jetzt drehen wir hier mal 290 ein, dass einfach darauf weiter beschleunigt. Das werdet ihr wieder sehen, sollte der Vertical Speed ein bisschen runtergehen, damit er einfach mit dem Schub, den er hat, auch wieder Geschwindigkeit aufbauen kann. Genau, und so climbt ihr einfach hier halt über diese Schubregelung. Und beim Descent ist es ähnlich, also da drehen wir auch Geschwindigkeit ein, wir wollen erst halt Mach 7.4 bis zur Crossover Altitude, wo wir dann auf Indicated umschalten, auf Indicated dann auf 290. Und da passt halt den Vertical Speed an, um mit dieser Schubleistung, da müssen wir halt am Schubhebel selber variieren. Da drehen wir den Speed ein, dann nehmen wir den Schubhebel ein bisschen zurück, dann geht er mit der Nase mehr runter, also der Vertical Speed, der Sinkflug erhöht sich, die Sinkrate erhöht sich, weil er weniger Schub hat, das heißt, er muss schneller versinken, um die Geschwindigkeit, die er halten soll, wie die 290 zum Beispiel, halten zu können.
Aber ich denke mal, für die, die euch, die schon ein bisschen so geflogen sind, jetzt hier im FSX und ein bisschen Erfahrung zu haben, also ein Grundverständnis und so, sollten es eigentlich, denke ich, auch verstehen. Das war für mich halt am Anfang noch das Schwierigste, hier reinzukommen, weil ja, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn das Flugzeug kein Autofrust hat, weil mit Autofrust ist es halt immer schön einfach. Fluggeschwindigkeit eindrehen und Flieger hält die Geschwindigkeit in den verschiedenen Phasen vom Flug. VNAV, der steigt und sinkt halt, wie ihr es wollt. Oder beim Airbus halt, kann man nur einen Autopilot anmachen und dann halt über Climb und Descent das auswählen. Die Geschwindigkeit dreht man ja auch ein. Oder hat halt managed die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit aus dem FMS, also MCDU. Und genau, das war halt für mich hier auch noch ein bisschen dran zu gewöhnen. Aber ich meine, bei Dash 8 kommen wir auch gut damit klar, die Geschwindigkeit da selber zu regeln. Und deswegen kriegen wir das jetzt hier auch, denke ich mal, gut hin. Bei meinem ersten Flug war es noch eine Katastrophe, beim ersten Flug, im zweiten ging es mittlerweile, beim dritten habe ich mir nochmal genauer angeschaut und seitdem, genau. Kriege ich es jetzt eigentlich auch ganz gut hin, bin ich eigentlich recht zufrieden, wie es klappt, weil jetzt hier CLB 92, wie seht, die Machnahme steigt immer, weil wir immer höher kommen und irgendwann kommen wir halt zur Machnahme 7.4, da wird er automatisch von hier indicated auf Mach umstellen und dann halt mit Mach 7.4 bleiben wir dann.